Hallo, ihr Helden von der Trading Front. Salve a tutti. Es ist Donnerstag, ich glaube, Gründonnerstag, der 9. April. Wir haben abends 20.38 Uhr und ich habe es vorher einfach nicht geschafft. Und war hier teilweise auch der Strom weg. Das war blöd, aber gut, da muss man durch. Ihr schaut diesen Clip, weil ihr etwas über den DAX wissen wollt. Und vor euch liegt er, und zwar eine Kerze, eine Woche. Und für mich macht es keinen Unterschied, ob ich einen Wochenchart analysiere oder einen Tageschart oder einen Monatschart. Tatsächlich, der sieht gut aus, der Wochenchart. Ich gehe es mal ganz nüchtern durch. Die kleinen Durchschnitte gehen natürlich nach unten. Ja, 10-Wochenlinie hat 20-Wochenlinie unterboten. Wir haben hier dann das letzte Mal den Support unterboten, auch nicht schön, aber jetzt, die Bänder sind fett aufgegangen. Das obere, das der Bewegung entgegengesetzte, ändert die Richtung, ist positiv, genauso wie im Tageschart. Ja, das ist positiv. Wir haben das 38er Retracement gesehen von dieser Bewegung hier von 13.000 rund 800 bis zu 8.250, sind sogar ein bisschen drüber, das sieht okay aus. Und wir haben hier den zweiten Histogrammbalken, positiv, ist auch in Ordnung, und die Stochastik geht nach oben. Das heißt für mich, auf Wochensicht sieht der DAX gar nicht so schlecht aus. Also wäre das ein Tageschart oder von mir aus ein Stundenchart, würde ich sagen, ja, mit dem Zeug. Ja, wirklich, also ich mag das. Gefällt mir gut, ist wichtig, ich gehe davon aus, auf Wochensicht, das kann also 3, 4, 5 Kerzen hier drüben da sein, wird die 20-Wochenlinie weiter runtergehen. Und die geht wahrscheinlich, die geht mit Sicherheit bis mindestens zum 61,8er. Und dieses 61,8er liegt in etwa hier, wo wir diese 1, 2, 3, 4 Kerzen hatten. Ganz kurz über der 11.500. Und da kann ich es mir vorstellen, treffen wir uns in ungefähr 4 Wochen. Muss man mal ein bisschen im Auge behalten. Ich kann mir vorstellen, das wäre eine Zielzone. Doch, ich bin heute hier und jetzt gar nicht so negativ, wenn ich auf den Wochenchart schaue. Jetzt gehen wir auf den Tag, weil der ist ja für viele von euch wesentlich interessanter. So. Hier ist der Tag. Eine Kerze, ein Tag. Alles schwarz, alles runter. Bodenbildung, Doppelboden. Hoch an die 20-Tage-Linie. Und das war letzte Woche, wo ich sagte, oh, wir haben einen Doji. Der ist nicht so als Doji zu sehen, weil er ist nicht im Extrembereich. Hat also keine Aussage. Die einzige Aussage, die er letzte Woche hatte, ist, wir waren das erste Mal über der 20-Tage-Linie und haben über ihr geschlossen. Das war, da habe ich darauf hingewiesen. Ich war zwar persönlich der Meinung, dass wir erst mal ein bisschen so einen kleinen Taucher machen, aber der hat direkt am Montag Gas gegeben und ist jetzt richtig schön. Das obere Band geht ein bisschen auf, finde ich jetzt nicht dramatisch. Mein Ziel war eigentlich immer so dieses Gap hier, so bei 10.438 sind wir drüber. Im Moment handeln wir bei, also nochmal, es ist 20.41 Uhr, wir handeln bei 10.600, 10.591 im Moment. Ja. Das ist okay, das heißt, wir haben nicht nur das Retracement rausgenommen, wir haben auch das Gap geschlossen. Im Moment ist der DAX hier leicht positiv, neutral bis leicht positiv. Sehr schöne Unterstützung, die 20-Tage-Linie dreht auch schon wieder hoch. Das sollte die Unterstützung sein bei 9.500, also da doch bitte erstmal nicht mehr drunter gehen, insbesondere hier nicht unter den Freund, unter die 9.332. Das wäre doof. Also von daher hat er jetzt hier ein bisschen Platz nach oben. Ich habe heute alle Positionen geschlossen. Ich will Ruhe haben über Ostern. Ja, das sind schon ziemlich viele Tage, in denen man nicht eingreifen kann. Ich habe gesagt, komm, einmal Ruhe. Ja. Ich will schöne Eiertage haben. Ja. Und deswegen wollte ich da einfach mal Ruhe. Ich bin komplett raus mit allem. In der App ist auch nichts mehr drin. Alles glatt, alles fertig, alles aus. Was haben wir denn weiter? Über das MACD sind wir den Trendfolger immer noch positiv. Kein negatives Signal. Und auch wenn die Stochastik als Überkauf gilt, dreht sie nicht nach unten. Also noch ist das in Ordnung, muss ich sagen. Es ist okay. Ich glaube zwar, dass das hier der maßgebliche Trend ist. Wir hier nur eine Korrektur im Downtrend haben. Vielleicht geht es bis 11.000. Möglich, ja. Vielleicht geht es sogar bis 11.500, auch möglich, aber das ist kein Beginn eines neuen Trends. Das ist nichts anderes als eine Korrektur in einem Downtrend. So, ich habe euch jetzt hier ein paar Scheine mitgebracht. Ich bin über auf den 4-Stunden-Chart gegangen. Ich möchte gerne einen, wenn überhaupt, eine Kaufoption empfehlen, der unter diesem Doji liegt vom letzten Freitag. Ich darf ihn nicht zu weit wegnehmen. Hier, irgendwie sowas, der hat ja einen Hebel von fast nichts mehr. Ne?
Ich kann auch nicht zu nah dran gehen, weil es ist gefährlich momentan. Die Gap-Ausrichtungen, die wir haben, nach oben, nach unten, sind heftigst. Deswegen sage ich auch nach wie vor, insbesondere den Trading-Anfängern, bitte, bitte kleine Size. Ja, nächste Woche mache ich ein Webinar. Das ist Samstag und Sonntag, ist aber leider schon ausgebucht. Das ging ganz schnell diesmal. Ich war ganz überrascht. Die Lust nach Aktien, nach Derivaten steigt, freut mich sehr. Und den Leuten werde ich das auch erklären, warum ich welche Scheine dann nehme. Im Moment, für den Fall, dass Sie der Meinung sind, dass es weiter hochgeht, können Sie sich hier einen suchen, der ganz hauteng dran ist. 10.192, das können Sie machen. Aber dann ist nichts mit Rasenmähen oder draußen mal eben zum Grillen gehen. Da müssen Sie am Ball bleiben. Das können Sie machen. Das Problem, was Sie haben, ist, Sie sind so nah dran, dass die Preise nicht immer eng gestellt werden. Deswegen, ich habe eine ganz gute Erfahrung gemacht mit Optionen, die so einen 10er-Hebel haben. Das reicht. Dann sind wir hier unten. Ich habe diesen hier gefunden für die Leute, die eher positiv sind. Sagen wir, nehmen vielleicht noch das 61,8er Retracement raus. Das glaube ich nicht, aber möglich ist es. Ja. Es ist dieser hier. 9531er Basis von Goldman Sachs. Ein Open-End-Schein mit der Kennung GC12KH. GC12KH. Das ist der eine. Jetzt gucken wir nochmal Put. Den Put würde ich also tendenziell auch eher hinter das 61,8er legen, so irgendwie so, oder dran zumindest, oder leicht davor, weil hier ist auch noch ein ganz fettes Gap, was geschlossen werden muss. Das ist, das muss ich gerade mal schauen, bei 11.558. Und ich finde, man kann den hier nehmen, das ist auch ein 10er-Hebel, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, den hier, das ist ein 10er-Hebel, 11.654. 11.654er Put mit der Kennnummer CH0SH2. CH0SH2, ebenfalls von Goldman Sachs. Der liegt also hier hinter. Ich würde noch warten. Ich habe hier kein Verkaufssignal. Hier bin ich noch positiv. Das ist noch positiv. Das Band geht auch. Ich muss davon ausgehen, dass wir noch einen kleinen Satz nach oben machen. Der Wunsch der Teilnehmer ist nach unten. Und seit wann erfüllt der DAX Wünsche? Na ja, vorsichtig. Aber Positionen klein halten. Ja. Und es ist für mich noch nicht vorbei. Deswegen, ich rechne auf Sicht von 2-3 Monaten nach wie vor mit weiter insgesamt fallenden Kursen, weil die Unternehmensnachrichten zu schlecht werden. Ich wünsche euch diesmal natürlich ein Happy Trading und eine fette Beute. Und bleibt gesund. Aber da freue ich mich jedes Jahr drauf. Einmal im Jahr darf ich sagen, schöne Eiertage. Bye bye. Ciao. Macht's gut.